Ich bin die Katharina. Ich habe das Raumschiff gegründet. Und zwar habe ich selber auf der Kunstuniversität studiert, Raum- und Designstrategien. Beim Raumschiff, der Name bedeutet eigentlich die Verbindung zwischen unendlich freier Raum für Entfaltung und Kreativität, aber in einem geschützten Rahmen, ähnlich wie ein Schiff. Mein Name ist Redi Ferhati. Ich wohne seit 2 Jahren in Linz. Das Raumschiff war dahingehend hilfreich, weil ich meine erste Ausstellung hier geben durfte, obwohl ich eben mit der Kunst nichts zu tun hatte, außer mal einen Versuch zu starten. Und als ich angenommen wurde, fand ich das eine tolle Sache und dachte mir, okay, der Platz ist gut für mich. Also 2013 wurde der Verein gegründet und wir haben dann im Sommer die Zusage bekommen für den unglaublich tollen Platzraum am Hauptplatz. Also unglaublich toll, weil er einfach so exponiert ist und groß war und hell und jeder hat es gesehen. Es war aber nur temporär befristet, also 3 Monate nur, und dann ist es immer wieder verlängert worden. Also es war sehr schwierig, auch da zu sein, und es war auch immer klar, dass das irgendwo ein Ende hat. Auf jeden Fall war das ein super Raum zum Starten, weil dadurch hat einfach ganz Linz das mal kennengelernt. Und wir hatten eben einen Shop für junge Gestalter und Designerinnen, einen großen Ausstellungsraum und auch ein kleines Café. Mein Name ist Renier. Ich bin vor 2,5 Jahren nach Linz gezogen. Jeder junge Kunstschaffende oder Designschaffende kann sich dafür einen Monat lang quasi reinmieten, kann sich selber ausprobieren, indem er sagt, er präsentiert seine Produkte der Öffentlichkeit. Man kommt sich und seinen Produkten ein bisschen näher. Wir wollten wirklich, dass alle Arten der Künste, der angewandte Bereich, der bildende Bereich, der performative, Theater, Tanz, musikalische Bereich, da zusammenkommen und sich gegenseitig auch befruchten. Auf das Raumschiff bin ich so gestoßen, dass mir ein Bekannter eigentlich den Tipp gegeben hat, dass es dort einen Designshop gibt für junge Leute, die gerade am Ausprobieren sind. Wir haben ein vielseitiges Programm. Also es ist nicht nur reine Kunstausstellungen, wie man sich vorstellt. Wir haben auch immer wieder Veranstaltungen, Happenings, die dazu einladen, dass Menschen zusammenkommen. Zum Beispiel haben wir Speed-Integrationing. Das ist ähnlich wie Speed-Dating, nur dass wir das mit Immigranten machen. Das heißt, ich versuche aus den Häusern, wo ich arbeite, Flüchtlinge ins Raumschiff zu holen oder sie einzuladen. Und Einheimische sind natürlich dann eingeladen, sich mit diesen Immigranten für eine kurze Zeit, wie das eben beim Speed-Dating gemacht wird, zu unterhalten und sich besser kennenzulernen. Damit man zum Pop-Up-Shop kommt oder damit man zu seinem eigenen Pop-Up-Shop kommt, kann man jederzeit einfach mal uns anschreiben, eine Bewerbung schicken, wo man sagt, hey, ich habe die und die Produkte, was haltet ihr davon, können wir uns mal treffen. Und im Endeffekt ist es genauso umgezogen wie bei allen anderen Programmsachen. Man kann einfach mal anfragen und sagen, hey, ich hätte eine Idee. Und da ist es eben im Shop komplett das Gleiche. Und wir wollen einfach diese Eigeninitiative von den Leuten auch ein bisschen fördern. Da habe ich auch eine neue Liebe für mich selber entdeckt, zu organisieren und da mitzugestalten. Also das Raumschiff am Pfarrplatz 18 ist jetzt seit März 2016 hier. Und dann kam auch die Idee natürlich aufs Haus der Geschichten. Das heißt, so weil es bei Linz 09 das letzte Mal bespielt worden ist. Und es ist einfach auch ein relativ prominenter Leerstand in Linz. Es gibt ja gar nicht mehr viele städtische Leerstände. Wir sollten versuchen, diesen Raum zu schaffen. Und zum Beispiel eben über neue Projekte, die wir andenken, die rausreichen aus Linz sowieso, dann vielleicht auch aus Österreich, so dass wir ähnliche Räume, die im Ausland existieren, dass wir mit ihnen kooperieren. Und dann ist das dieses Bild ja auch deutlich, dass man eben mit dem Schiff zum Beispiel wohin reist und dort etwas Neues erlebt. Das wäre ein Wunsch, dass sich das Raumschiff erweitert in diesem Sinne. Mein Ziel für die Zukunft wäre,
eigentlich das, dass man interdisziplinärer zusammenarbeitet und das jetzt gar nicht aufs Raumschiff allein bezogen, sondern gerade durch dieses Kultursparprogramm, dass man ein bisschen sich gegenseitig mehr supportet und einfach eine Gemeinschaft macht, die einfach viel mehr Möglichkeiten hat, als wenn man jetzt nur für sich alleine arbeitet. Für die Zukunft bin ich total gespannt, weil das Raumschiff einfach ein total dynamischer Verein ist und total offen ist für alles. Und wir ständig schauen, wie können wir, was ist gerade irgendwie dran und was wäre wichtig für die Stadt und für uns. Und ich glaube, dass wir, dadurch, dass wir jetzt einfach hier fix sein dürfen, eine Zeit lang enorme Chancen haben, das zu einem pulsierenden Ort zu machen. Und das wird so sein.